So, ja, nachdem wir jetzt wieder, oder nachdem ich jetzt offiziell wieder zurück bin und ich was gegessen habe und alles, können wir auch weitermachen. Ich muss, was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte jetzt irgendwas. Okay. Ich hätte mal gesagt, wir gehen jetzt in die Stadt. Oh, dann können wir gleich die Dinge auch verkaufen. Immer so schlecht. Sollte ich mir mal angewöhnen. Jetzt hat er wenigstens Geld. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich mir einen zweiten Ruhestein kaufen soll. Wissen Sie, um seine Frau eigentlich? Ach da. Frau Kette. Das kennen wir schon. Handeln. Fischdelikatessen. Lecker und gesund. Konditorei. Pasteten. Nehme ich mal Pasteten. Mal schauen, was das ist. Bärentorte. Traubentorte. Oh, cool. Jetzt weiß ich, was ich mit den Bären machen kann. Außer, dass ich die zu Saft verarbeite. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Saft machen soll. Auf jeden Fall suchen wir jetzt. Als allererstes Mal können wir mal Pilze und sowas auch noch suchen gleich. Das ist ein guter Nebenverdienst. Okay, was heißt ja eigentlich Nebenverdienst? Einfach zum Energie. Ihr wisst ja, fürs Essen und so. Und hier sind überall praktisch Pilze. Denn das ist ein Wald. Es ist normal, dass da Pilze wachsen. Obwohl Pilze ja in gewisser Weise Parasiten sind. Oder sein können. So. Habe ich gehört. So was wie Schimmelpilze oder sowas. Weil er sich ja von anderen Dingen ernährt. Wobei eigentlich nur von toten Sachen. Ich weiß gar nicht, ob das dann wiederum als Parasit gilt. Oder ob Pilze einfach eine eigene, eigenständige Lebensform sind. Das müsste ich mal nachgoogeln. Oh ja. Ja. Sind hier die harten Theorien? Weil Parasiten ja echt lebendig sind. Und die ernähren sich von lebendigen Sachen. Nisten sich ein. Und Pilze. Aber Fußpilz, okay, der fällt mir den Nagel und Nagel ist ja Horn und das ist auch tot. Also ist ja theoretischerweise gar kein Parasit. Ich meine eigenen Thesen widerlege, das ist sehr, sehr schlau von mir. Weil dann kommt jemand in die Kommentare, ja, richtig, ja. Ich war dumm! Wieso sagst du sowas in deinen Videos? Du Spast! So, ungefähr so kommt es, weil ich kenn die YouTube-Kommentare. Und am Ende macht sie ein Video darüber, über die schlimmsten Kommentare unter meinen Videos. Ich sehe es kommen, Leute. Ich sehe es kommen. Ich glaube, ich esse jetzt die Bären. Nom, 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 nom. Aber so schlimme Kommentare sind eigentlich unter meinen Videos nicht. Also eigentlich sind nie Kommentare unter meinen Videos, aber. Psst, erzählt das keinem. Nicht so wie bei irgendwelchen komischen Leuten wie Shirin Davids oder so. Ich habe mir da mal so ein Video angeguckt, heute früh. Irgendwas mit, ich glaube, Gib's ihm oder so, so ein komisches Lied. Weil Sio das angesprochen hat, also ich gucke den ja eigentlich gar nicht. Aber. Er hat so ein Video gemacht über Gewitter im Kopf und Kommentare. Geh mal in die Axt. Pasta und Lasagne. Das ist alles, was du brauchst, um den ganzen Tag lang Bäume zu fällen. Ohne Fleisch? Fleisch ist teuer. Der Trick ist, die Kohlenhydrate langsam freizusetzen. Und die Linsen geben dir Protein. Lasagne und Nudeln. Geben wir mal. Okay. Das ist doch schon mal gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall neue Rezepte. Wir müssen noch eine Angel kaufen. Nee, wir können eine Angel kriegen, wenn wir dem Boy Motten dem einen Boy Motten geben.
Aber wo kriegen wir Motten her? Vielleicht von Motten mal. Auf jeden Fall habe ich mir von Sio da so ein Video angeguckt. Über Gewitter im Kopf. Mit den Kommentaren. Und die sind eigentlich recht human, muss ich sagen. Gab es auch einen coolen Kommentar mit Tourette-Merch. Merch, den ich mir kaufen würde. Manche Leute sagen, mach das nicht. Es zu kommerzialisieren wäre jetzt nicht so cool anscheinend, aber hey. Glaubt mir, ihr würdet auch ein T-Shirt haben wollen, auf dem steht, ja, rettet die Wale, esst mehr Japaner. Das ist so ein T-Shirt, würde ich mir kaufen. Ich würde es anziehen. Ich fände es cool. Ich würde sogar wirklich Japaner essen. Ich weiß aber nicht, wie die schmecken. Da kommen wieder so Kommentare mit, aber das ist Kannibalismus, das kann man doch gar nicht machen. Das darf man doch gar nicht. Leute, damit ihr es wisst, man kann heutzutage alles machen. Wirklich alles. Auch Krokodilfleisch essen. Ihr müsstet das passende Asia-Restaurant kennen. Hab ich schon. Krokodil schmeckt wie Krokodil. Etwas zäh, muss ich sagen. Aber Krokodile sind ja auch zur Hälfte nur reine Muskelmasse. Oh, da ist er da. Das ist so ein richtiger Storm. Da habe ich die getroffen, jetzt habe ich den Erfolg gekriegt. Nice. Kann ich hier Federn kaufen? Ich kann Federn kaufen. Hussa. Oder Hossa? Ich weiß es nicht, wie man das nennt. Oh, ist das richtig traurig. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie macht mich das auch traurig. Und damit ihr das wisst, ich habe jemanden kennengelernt. Nee, ich habe einen früheren Klassenkameraden von mir habe ich getroffen. Oder er hat besser gesagt, er hat mich angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich Bock habe, mal was zu machen. Ich dachte mir so, okay, ja, mach mal. Mach mal so. Weil Leute von früher treffen, das ist meine Spezialität. Wieso kann ich da eine Keramikurne machen? Also eine mit Asche. Auf jeden Fall habe ich den so getroffen und so. Und er hat mich dann so gefragt, so, ja, hey, ich habe halt mit ihm so geredet und habe ihm so erzählt, ja, also ich bin ja noch mit jemandem mit so einem Kumpel von mir, bin ich befreundet. Mit dem war ich früher schon, damals schon befreundet, weil wir kennen uns so alle aus der Grundschule so. Und kann ich den einen Schrein da wegmachen, oder? Nein, kann ich nicht. Wie mache ich den dann hin? Ah, okay. Und jetzt hier weg. Metallschrott. Nice. Können wir neue Barren machen? Kirchenbank. Hölzerner Schrein. Und wie gesagt, er hat mich dann so gefragt, ob ich ihm, also nachdem ich ihm das erzählt habe, so ja, meinte er so, ja, hey, so kannst du mir seine Nummer geben. Habe ich natürlich dann den Kumpel gefragt, ob ich dem die Nummer geben kann. Und er meinte so, nee, er möchte es nicht unbedingt, weil Zeiten ändern sich. Und da gab es auch so gewisse Vorgeschichten. Und, mei, was soll man sagen?
So, sagen wir mal, die Kirche sieht gut aus. Die Kirche strahlt hell, eure Heil... Nee, die Kirche strahlt hell, eure Heiligkeit. Geschichte. Vielleicht mit... Verglichen mit der Stadtkathedrale ist das gar nichts, aber für eine einfache Kirche ist das nicht übel. Nur noch ein paar kleine Veränderungen und dann können wir die Kirche verbessern. Cool. Der mag mich sogar schon. Ziemlich. Ja, okay. Oh, ich habe eine bessere Geschichte sogar. Und jetzt ist halt sad darüber, weil ich meinte, ja, hey, der möchte halt jetzt nicht unbedingt was mit dir machen und okay, es ist halt immer so, es kommt halt so, wie soll ich sagen, ist schon traurig, also wenn man dann so fragt, ja hey, wie, so, oder wenn man mit Leuten von damals, von früher Kontakt aufbauen möchte und die sagen so, nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf dich, so verpiss dich. Und es ist halt dann, es nagt halt an einem. Ging mir auch so. Schon öfters. Indem es dann heißt, yo, hey. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Hey, ich habe mich um 200 Grad gedreht. Egal. Du bist bestimmt immer noch scheiße. So, und dann, ja. Ging mir wirklich mal so. Wurde mir mal gesagt. Fand ich auch geil. Ach ja. Aber mal, es ist halt so. Kann man nichts machen. Wenn die Leute sich dazu entscheiden, nichts mit euch nichts machen zu wollen, dann sollen sie es machen. Wenn sie es besser finden, 10 Schaden, Eisenrüstung. Machen wir mal. Und wie gesagt, ich sag dazu relativ wenig. Ich hatte das erst in dem Fall selber schon. Dass man einfach zu mir sagt, ja, verpiss dich, ich will nichts mit dir machen. Und das war's dann. Ich frag mich eigentlich, wo es hier diesen Alchemie-Dingsbums gibt. Ich glaube, das ist hier unten. Da muss ich wahrscheinlich besser werden. Ich sollte auch mal mit dem Ding eigentlich reden. Dem Schädel. Der muss er sagt. Drehscheibe haben wir schon, Werkbank für Holz, Holzhackplatz, Sägeplatz, Holzstapel, Amboss, Eisenerzlager. Brauche ich das überhaupt? Ich baue es einfach mal hin. Kann ich wahrscheinlich diese übergroßen Dinge hinmachen. Kann ich das Ding nochmal düngen? Nee. Okay, probieren wir das dann mal so. Muss ja noch die Predigt halten. Und dann zum Ding rübergehen. Zum Bauern. Um mir noch ein paar Samen zu holen. So machen wir das. Verpeilt mit dem zu reden. Mit dem Gary. Gebäckteig. Was brauche ich für einen Gebäckteig? Ich glaube, jetzt weiß ich, was das war. Nochmal. Hier. Milchkrug.
Geht auch schneller. Durchs Gewölbe. Bestimmt voll viele Leute her. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist. Ich finde das immer witzig. Oh! Nice. 4. Wow! Ich habe 1 gekriegt. Nice, jetzt kriege ich wieder 5. Wobei, es sind 5. Zuvor waren es immer 4. Nee, es sind 6 sogar. Cool. Glaube. Okay. Nur indem wir die Kirche verbessert haben. So. Was brauche ich denn eigentlich, um hier Sachen zu bauen? Tisch. Den habe ich schon, glaube ich mal. Schriftrollenregal. Arbeitstisch. Habe ich einen Arbeitstisch oder bloß einen Tisch? Kirchenarbeitstisch. Und ein Tisch. Und das ist der Arbeitstisch. Okay. Ich muss die Leichen noch anschauen. Bearbeiten wir mal. Komm. Inventarplatz. Ich glaube, also wenn der kein gutes Ding hat, dann oder kein gutes mehr kriegt, dann tue ich den einfach hier. Oh, okay. Dann hätte ich gesagt, dann verbrenne ich ihn. Und Blut abzapfen. Okay, der 2. Okay. So, dann nehmen wir den. Oh, das ist heute sehr neblig. Ich sollte da mal vielleicht irgendwann mal Laternen aufstellen oder sowas. Oh. Bestattungsurkunde passt jetzt nicht rein. Was tue ich denn raus? Eisenmeißel, für was brauche ich den eigentlich? So. Wir müssen noch gegen den, ja, ich hätte es eigentlich anders laufen können. Egal.